Recht herzlich willkommen zur 78. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind kurz vor Kiew, müssen laufen lassen, dann kommen wir mit dem Händler da wieder weiter. Daneben geklickt, so, jetzt richtig. Und ja, wir versuchen halt die Prozente in diesen Städten hinzukriegen, ne? Hier ist ja 0% und wir hatten in der anderen Stadt schon 2% und Kiew war auch mal, da waren wir wieder runtergefallen und das ist unser Problem momentan, ne? Ja. Dann lohnt sich gar nicht zu verkaufen hier, ne? Tja, da kommen wir zwei. Da auch, da geht ein bisschen mehr. Machen wir für 90, 9. Hier oben haben wir was. Kann man für 50 Stück verkaufen. Das ist gleich der Preis. Hier würde ein bisschen gehen. Machen wir bei 80. Viere weg. Und das war es dann schon wieder. Ne? Bier 180. Das ist teuer. Ja. Hier 144 ist günstig. Aber steigt auch sofort. Ne? Kannst du zwei Stück kaufen. Hier 250 geht auch. Aber ist auch genauso. Zwei Stück und das war's. Holla, wie gesagt, 60. Können wir den Wagen nochmal vollladen, ne? Warte mal, Kohle ist mit 44 ganz günstig, ne? Vielleicht machen wir da mal was. So, noch 24 dazu und dann machen wir den Rest damit voll. Gut, dann schon wieder auf die Reise und gucken, dass wir das hinkriegen. Also eben hatten wir hier 2%, wo wir weggefahren sind. Und jetzt haben wir nur noch 1, ne? Honig. Honig lohnt. Nochmal 10er. Das lohnt nicht im Endeffekt. Hier die 2 lohnen. Die 2 auch. Das war nix. Oh, bei 80 geht ein bisschen, dann machen wir 80. Auf jeden Fall, die Kohle ist etwas teurer, aber lohnt eigentlich auch nicht. Aber 5 weg. Ja, und dann haben wir wieder noch 2%, aber eigentlich lohnt das gar nicht. 180, da steigt er an, aber mal die verkauft. Ne, das war der Keramik und das, ne, oder? Ja, Wolle kannst du wieder einkaufen, ne? Machen wir und dann fahren wir mal hier woanders hin. Gucken wir mal bei Odessa rein, ob wir da was loswerden. Schwierig, ne? Aber so eine diplomatische Übernahme, das ist verdammt nochmal schwer, ne? Machen wir die da hin. Das geht. Ja. Machen wir 65. Ja, 5, ja, ist. Da können wir für 73 noch zukaufen, 10er. Und dann war es das auch schon, ne, oder? Ein bisschen Platz haben wir noch auf dem Wagen, 9 Stück. Immer die 19, nicht 9 Stück, 19 waren es. Und dann konstanter mal hin. Irgendwie müssen wir ja mal was loswerden, damit es sich rentiert, oder? Gut. Oh, hier haben sie sogar das. Guck mal, 200, da geht was. 7 Stück, da geht auch was. Oh, da geht richtig viel. 45, hier geht auch was. Die nehmen uns gleich den ganzen Honig ab. Aber
55. Hier oben kein Getreide haben die. Ist gut. Hier geht auch was, aber sofort fällt er runter. Kann man also sein lassen. Hier geht was. Und da geht auch was. Alles sogar. Wow. So, zukaufen wir hier ein Stück Fleisch und das Brot, ne? Aber ich glaube, das sind schon teure Preise, ne? Ja, dann ist hier nichts los, ne? Sag ich mal. Dann fliegen wir hier hin, fahren wir hier hin. Und gucken in Belgien weiter. So, hier Prunk ist schon mal da. Ich weiß noch nicht, wie der Preis da oben ist, ne? Rot ist auch da. Hier geht was. 18. Das lohnt nicht, lohnt nicht. Hier würde was gehen. Okay. 104. 68 bei der Wolle. Okay, lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Hier geht aber was. Alles weg, gut. Werkzeug zu kaufen ist 250 relativ günstig. Nehmen wir 9 mit. Ne, das war teuer. Was haben sie noch so im Angebot? Nur teure Sachen, ne? Das haben wir verkauft. Ich weiß jetzt nicht, der Prunk ist, wäre natürlich. Oh, jetzt haben wir es tatsächlich gekauft, ne? Komm, lass auf den Wagen. Nimm das Brot auch noch mit. Einfach um die Zufriedenheit der Bürger da hochzukriegen. Das ist ja dann das nächste, ne? Fahren wir mal hier hin. Schon unterwegs. Ich weiß aber nicht, wie zufrieden sie dadurch werden. Das ist die nächste Frage, ne? Aber no, ne? No risk, no fun, so heißt das Ding, ne? Nur warten wir auf unseren Händler. Bis er da ist. Unten kommt um die Ecke, wird hell. Da kommt da. So, jetzt ist er da und ja, siehe da, 1050 gibt es hier auch. Also wir haben es für umsonst durch die Gegend, aber oben sind 0% und jetzt sind es 3 geworden. Toll, ne? Und hier ist das gleiche. 5%. Das ist das einzigste Ergebnis daran, dass die Prozente gut steigen. Machen wir, was wir können hier jetzt. Gut. Das lohnt sich. Nur schon bei 7% steigt allerdings, ne? 60 ist gleich. Ja, das war's dann schon. So, was kaufen wir ein? Nix hiervon. 180 ist niedrig, aber steigt auch sofort an. Kannst du einkaufen. Ja, das wäre jetzt hier wieder, ne? Wagen vollpacken. Zack, weg. Ja, gut. Wolle genommen. Fahrt geht dann gen Süden. Ist die Frage, wo. Sehr Ja, fahren wir wohl. mal dahin. Und ich würde gerne eine Straße bauen. Und zwar. Der Bautrupp ist da. Straße bauen. Von da. Noch da. Würde Sinn machen, ne? Ja. Ein Okay. schöner Weg. Haben sie gebaut und dann können sie sie auch gleich upgraden, Wir bauen alles aus.
So, und da kommt unser Händler, oder? Ist er doch, oder? Krass, mir. Weiß ich jetzt gar nicht, ob der das ist. Doch, ne, oder? Ja, ist er. An der Wolle habe ich es erkannt. Ja, und Wolle gibt es hier keine. Cool. 42, weg damit. Da nehmen wir es mit, auch wenn wir nichts dadurch gewinnen. Selbst das nehmen wir, ne, oder? 20 Brot. Bier, 140. Das können wir verkaufen. Neuner. Ist identisch. Komm, auf 90 gehen wir runter. Klappt nicht, ne? 91, 90. Hier geht auch was. Weg damit. 250 können wir einkaufen. Da können wir verkaufen. Okay, da waren wir schon so weit, ne? Hier nochmal 3, oder? Bin ich jetzt vertan? So. Erledigt, würde ich sagen. Schon einmal nach Kiew. Die Straße ist langsam, ne? Müsste man ausbauen. Aber machen wir ja, oder? Ich sehe gar nicht die Männerkern dafür. Wo sind denn die? Krajowa. Bist du? Da ist es. Und packen wir es an. Machen sie. So, achso, Rechtsklick. Dann mal gucken. Aber da bringt nichts, wir wollen da ein. Weil wir haben hier so ein paar Prozente geholt, ne? Dann müssen wir gucken, dass wir die weiter hochkriegen. So, zwei sind noch da, super. Drei. Vier. Das Bier geht. Salz geht. Ah, Honig lohnt sich auch nicht, ne? Getreide. Das lohnt nicht. Hier geht was. Ah, da können wir schon wieder zukaufen, bringt uns aber nichts, ne? Ja. Jetzt sind wir 6%, ne? Super, oder? Gehen wir da nochmal hin. Sind die am Ausbauen? Ja, da. Gut. Schnee geht weg. Jo, und dann laufen wir hier so ganz langsam erstmal lang, ne? Gut, aber ich würde sagen, für die Runde soll es dann erstmal wieder reichen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.